You heard metal? Moremetal.com, das Beste im Netz. Cheers. Oder Prost. Rocken, Mann. Rocken! Ich freue mich tierisch. Total geil. Ja, gerade erst angekommen, hast du gesagt. Gerade erst angekommen. Wo kommt er denn her? Ich war gerade im Urlaub noch. Ich habe hab die Akkus aufgeladen, guck mal, aus dem Urlaub. Und habe allerdings gestern Abend im Hotel schon wieder ein paar Kumpels getroffen von Napalm Death und so weiter. Ich habe gestern schon wieder gut gefeiert. Das heißt, ich brauche schon wieder einen Rollstuhl heute. Also, ich war zwar noch nicht da, aber ich fühle mich schon wieder, als ob ich 3 Tage gefeiert habe. Geil. Aber Wacken ist halt, ja, ist speziell. Wacken ist speziell. Familientreffen, ja. Sag ich mal. Spielt ihr auch jetzt hier, oder? Nee, ich spiel morgen mit Rage. Ich mach 3 Songs mit Rage morgen. Rage haben Jubiläumsshow. Und ich mach 3 Songs mit Rage morgen. Und ich bin eigentlich völlig privat da. Also so, zum ersten Mal für mich Wacken ohne Stress. Also eigentlich ganz geil. Also ein bisschen Interviews und so weiter, was geht schon. Ja, okay. Juti, demnächst kommt ein neues Live-Album von euch. The Curse of the Antichrist. Wo habt ihr das eigentlich aufgenommen? Der Titel kommt daher, dass alles total chaotisch verlief, weil wir haben mehrere Shows aufgenommen, die dann verschwunden sind oder teilweise haben sich die Harddisks, ja, man nimmt heute nicht mehr auf Band auf, sondern auf Harddisk, und dann waren die Harddisks kaputt. Und es hat sich über die Zeit so dermaßen hingeschlichen, dass der Albumtitel kam erst über die Produktion halt. Also praktisch, dadurch, dass alles kaputt war, haben wir irgendwann den Fluch des Antichristen halt gespürt halt, weil seit unserem Antichrist-Album 2003, oder was? Nee, es war 2002, haben wir diesen Antichrist-Fluch, das heißt, der Teufel hackt ab und zu mal ins Gebälk halt, und dann gehen Sachen schief, und diesmal auch wieder so, und ich bin froh, dass es vorbei ist, weil es war sehr anstrengend. Wir haben teilweise Harddisks recovern müssen, also sprich zum Computerfachmann geben, der dann die Files wieder versucht zu retten und so weiter, und keiner weiß, warum es alles passiert ist. Das heißt, es war sehr, sehr anstrengend, aber wir haben 2 Shows jetzt genommen, und einmal Wacken 2007 mit den ganzen alten Mitgliedern, und Tokio war sogar dieses Jahr, glaube ich. Ja, auf jeden Fall ist es sehr geil geworden am Ende des Tages, aber es war sehr kompliziert, weil der Fluch des Antichristen, also ja. Ja, sag mal, wer teuflische Musik macht, muss sich nicht wundern, ne? Ich will zu erzählen. Ihr habt ja jetzt schon über 25 Jahre hinter euch. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Das kommt mir vor wie gestern. Geil, dann bin ich noch ein Baby dazu im Vergleich. Wo wart ihr denn überall schon auf der Welt? Beziehungsweise wo wart ihr noch nicht? Nee, wo waren wir nicht? Ja, eben, also wir waren noch nicht in richtig afrikanischen Ländern und auch noch nicht in muslimischen Ländern außer der Türkei halt. Also das wäre schon nochmal, wo man hin will. Also es gibt super viele Metal-Fans überall auf der Welt, und auch wir bekommen sehr viel Post auch aus dem Bereich, also Afghanistan, Iran, Irak, da schreiben ständig Leute, da gibt es eine richtige Metal-Szene. Weil Metal ist ja ein bisschen so Aufstand gegen Establishment und so weiter. Und ja. Damals zu spielen war schon ein Traum. Wir haben jetzt dieses Jahr endlich mal in China gespielt. Wobei China auch schon seit ein paar Jahren aktuell war, aber ich gehe nicht in ein Land und lasse mir das Maul verbieten. Also, und das war in China halt davor noch so. Mittlerweile ist China sehr offen geworden. Und ich denke, es wird auch so weitergehen. Was für mich verblüffend ist halt, nach all den Jahren ist halt egal, wo du hingehst. Ja. Metal-Fans gibt es überall auf der ganzen Welt, und das ist schon richtig geil. Halt. In China gibt es ja eine sehr aktive Punk-Szene. Soll da ungefähr so sein wie in England Ende der 70er. Sieht aus, auch komplett Südostasien, Indonesien und so weiter. Ist Punkrock riesig. Das geht ja alles 30 Jahre später ja, durch. Absolut. Ja, ich sag mal, Punkrock und halt Metal war auch immer ein bisschen was gegen das Establishment halt. Ne? Und sobald es erlaubt wurde, sein Maul aufzumachen, haben auch diese Länder angefangen, halt sich für Musik zu interessieren oder halt für Bands zu interessieren, die halt auch was zu sagen haben. Und da wurde halt Punkrock und Metal dann auch aktuell. Und für mich ist immer eine große Ehre, in solchen Ländern zu spielen, weil ich war schon immer ein Regimefeind, und ich will es immer bleiben. Und ich bin nichts einfach vorschreiben lassen. Nein, nichts vorschreiben lassen. Darum geht es doch. Und deswegen ist es geil halt. Ich meine, ich hätte mir nie gedacht, dass wir jemals da spielen werden. Deswegen ist es halt auch ein großes Ding, immer wieder in solche Länder zu reisen, zu spielen, die Fans da zu treffen und so weiter. Das ist schon der Hammer. Ja. Ihr habt bestimmt eine ganze Menge Scheiße auch erlebt in den neuen 25 Jahren. Also ihr habt, was ich so mitbekommen habe, habt ihr vor allem auch eine Menge Pech gehabt mit Tourmanagern. Immer wieder, aber ich meine, aber wer aufgibt, der ist selber schuld. Ja, natürlich. Ich meine, ich sag mal,
jedes Mal, wenn eine Band, wenn ich lese, eine Band hört auf, ja. Mhm. Es ist wieder Ansporn, weiterzumachen. Ja. Weil für mich ist Metal einfach eine Lebenskultur geworden und aufgeben kann jeder. Ja. Also. Meine, jeder hat mal ein bisschen schmalen Geldbeutel, jeder hat mal ein bisschen Pech. Man muss weitermachen, muss dafür kämpfen, was man liebt. Und ich denke, wir hatten großes Glück auch oftmals mit der Band überhaupt dabei zu sein. Und da müssen wir mal kämpfen einfach so. Also können wir uns auf 50 Jahre Destruction hier freuen? Wacken 2034? Wenn ich nicht im Rollstuhl anfahren muss, komme ich gerne nochmal wieder in 25 Jahren. Irgendwelche besonders krassen Sachen, die sowas jetzt an? Ach, viele Sachen. Ich meine, ey, weißt du, du bist so oft beschissen oder am Flughafen alleine gelassen oder... Ich schreibe ein Buch nächstes Jahr. Also da treffen wir uns wieder. Ich habe zwei Jahre gedacht, ey, was uns alles passiert ist, ja, es glaubt mir kein Mensch. Dann hat ein Kumpel gesagt, schreib doch ein Buch. Und er hatte recht. Also es glaubt mir echt kein Mensch, weil es fängt an von kleinen Sachen bis halt so. Flugzeugkatastrophen oder halt, dass man halt einfach halt richtig über den Tisch gezogen wird in einem Land, wo man die Sprache nicht spricht, und plötzlich da steht und nichts hat, außer seiner Gitarre unterm Arm, ja. Und dann auch noch in den USA geklaut wird. Ja, das war USA, aber sag mal, wenn du in den Anden stehst, in Südamerika, und der Promoter hat dich beschissen und ist mit dem Geld davon gerannt, hat aber in die Tageszeitung geschrieben, Destruction haben die Halle verwüstet, weil sie nicht gespielt haben, und du bist doch im Land, du musst ausreisen, und du lässt die Tageszeitung übersetzen von einem Spanier, der sagt so, Destruction kam, um zu zerstören. Bevor sie nicht $20,000 bezahlt haben, werden sie niemals, niemals mehr aus unserem Land ausreisen. Dann fragst du dich schon so, oh, was mache ich hier? Aber das sind die Storys, die das Leben schreibt und die auch geil sind. Und deswegen, ich muss einfach mal den Scheiß runterschreiben, weil irgendwann vergesse ich es halt. Ne? Ja. In 10 Jahren, wer weiß, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Deswegen muss ich jetzt mal anfangen, das scheiß Buch zu schreiben, weil so viel freaking Scheiß. Ich glaube kein Wort, vor allem ist alles echt halt. Und wir haben es echt erlebt seit 20 Jahren, 25 Jahren jetzt. Ja, War Stories from the Road, weißt du? Das ist ein guter Titel. Ja, geil. Und dann kommt bestimmt auch irgendwann wieder neue Sachen. Wir arbeiten dran. Also ich denke, 2010 wird eine neue Scheibe kommen und fertig werden. Wir haben jetzt das ganze Jahr getourt. Wir haben dieses Jahr mehr gespielt als je zuvor. Wir werden Anfang nächstes Jahr neue Songs aufnehmen, Schule und dann mal schauen. Ich denke, 2010 kommt natürlich eine neue Scheibe. Das geht nicht ohne, weißt du? Das ist ja auch irgendwie. Ja, es hält Impuls am Leben, das ist wichtig. Und ich freue mich drauf. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ich freue mich aufs Album. Danke, war schön mit dir zu reden. Und viel Spaß hier noch. Metal!